Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, huch, habe ich gestern gedacht, der Titel dieser Aktuellen Stunde ist ja wirklich verlockend, mal tiefgründiger über Wissenschaftsfreiheit zu reden. Und dann das. Man reibt sich die Augen. Ausgerechnet die AfD, ausgerechnet dieses verhinderte Kompetenzzentrum hat's beantragt. Gerade die AfD hat doch immer wieder Nein gesagt. Nein zu unabhängiger Wissenschaft und Nein zu deren Erkenntnissen. Das Schema der AfD ist immer wieder gleich, lautet schlicht, wir wissen es besser, wir wissen alles besser. Und wenn die Wissenschaft unsere Sicht der Dinge nicht teilt, dann kann das nur daran liegen, dass sie korrupt ist oder von bösen Mächten finanziert wird. Aber, meine Herren, so ist das eben nicht. Die AfD hält Klimaschutzpolitik für einen Irrweg. Ob es menschengemachten Klimawandel gibt, daran hat Herr Meuthen Zweifel, wie er sagt. Herr Jongen redet von wahnhafter Klimapolitik. Im Umgang mit unserer Geschichte hat Herr Höcke eine 180-Grad-Wende gefordert. Es soll sich einfach niemand mehr darüber empören, was Herr Gauland als Fliegenschiss bezeichnet hat. Nämlich nichts Geringeres als die größte Katastrophe in der bisherigen Menschheitsgeschichte, den Holocaust und den mörderischen Zweiten Weltkrieg. Wenn es schwierig wird, fordern doch gerade Sie immer wieder Wissenschaft auf, endlich Ruhe zu geben. Und genau so inszeniert sich die AfD auch in der aktuellen schwierigen Krise, nämlich der Corona-Pandemie. Hans-Jörg Müller, wer es auch immer sein mag, behauptet einfach, die Statistiken zu den Corona-Todesfällen seien gefälscht. Frau Miaska aus der AfD Bayern redet fiktive Polizeipatrouillen und Zwangsimpfungen herbei. In den USA hat ihr bewundertes Vorbild Donald Trump 4 Jahre einen offenen Krieg gegen Wissenschaftlichkeit, gegen Fakten und gegen Wahrheit geführt. Das Wort Corona-Diktatur wurde zum Unwort des Jahres 2020 gewählt. An seiner Verbreitung hat die AfD erheblichen Anteil. Und heute stellen ausgerechnet Sie sich hier hin und wollen sich für eine neutrale Wissenschaft einsetzen. Wenn es nicht so verdammt ernst wäre, käme man aus dem Lachen überhaupt nicht mehr raus. Mit Wissenschaftlichkeit und Fakten hatte es offensichtlich auch ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums nicht so ganz. Den würden Sie nun hier ziemlich gern zum Märtyrer machen. Meine Damen und Herren, dieser Herr hat eigenmächtig einen rechtlichen Notstand erklärt und sich dann selbst die Erlaubnis erteilt, seine Warnungen quer durchs ganze Land zu schicken. Dafür wurde nun dieser Oberregierungsdirektor bei vollen Bezügen vom Dienst suspendiert. Wer wüsste in Corona-Zeiten nicht einzuschätzen, was das bedeutet? Es ist ganz sicher keine erbarmungslose Verfolgung Andersdenkender, wie Sie in den letzten Tagen und schon im vergangenen Jahr behauptet haben. Die Thesen dieses Beamten beruhten auf Einschätzungen, die, wie er selbst schreibt, nicht seriös einzuschätzen waren. Das lässt sich über den größten Teil der Unterstellungen und wilden Fantasien sagen, die damals von ihm verbreitet wurden und die Sie aufgegriffen haben. Wissenschaftsfreiheit, meine Damen und Herren, ist nicht dasselbe wie die Freiheit, jeglichen Unsinn zu verbreiten. Es ist auch nicht so, dass die Virologen dieser Welt diese in Angst und Schrecken versetzen. Nein, vielmehr ängstigen Sie und der Rest der Verschwörungstheoretiker das mulmige Gefühl, dass Bill Gates, Professor Drosten, dunkle Mächte das Ende der Welt herbeiführen wollen. Das ist Panikmache und das ist genau Ihr Geschäftsmodell. Meine Damen und Herren, Wissenschaftsfreiheit braucht ausreichende, unabhängige Finanzierung statt kurzfristiger Projektfinanzierung. Wer ergebnisoffene Forschung will, muss Hochschulen und Forschungseinrichtungen verlässlich grundfinanzieren und Forschenden unbefristete Perspektiven bieten. Auf dieser Grundlage kann unabhängig von den Vorgaben der Finanziers geforscht werden. Wissenschaft braucht Meinungsvielfalt und sie braucht Pluralismus.
Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Dafür einzutreten, lohnt es sich, und davon hat die Gesellschaft immer noch den größten Gewinn. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und das Wort geht an Kai Gehring von der Fraktion Bündnis 90 Grüne.